Oh, da bin ich schon. Ich wollte mich nur mal ganz kurz melden heute Abend zum Thema Beziehungen und zum Thema, warum Männer und Frauen eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind. Der Grund ist, wir haben alle ähnliche Bedürfnisse. Zum Beispiel hätten wir sehr gern, dass jemand für uns da ist, uns versteht. Wenn es uns mal nicht so gut geht, statt uns gleich eine reinzudrücken. Warum es uns denn nicht so gut geht? Wir sollten doch. So stellt euch vor, ihr sitzt abends auf dem Sofa mit eurem Liebsten, mit eurer Liebsten und ihr fangt an zu gähnen und euch fallen die Augen zu und ihr könnt dem Film, den ihr gerade guckt, nicht mehr folgen oder der Unterhaltung und euer Partner macht: Hey, schläfst du schon? Warum bist du denn schon so müde? Oder er könnte sagen: Oh, hattest du einen schweren Tag? Kann ich das für dich tun? Das sind so Kleinigkeiten, ja, die wir alle vergessen in unserem Drang nach, wir sind wir selbst. Wir vergessen ganz oft mit liebevollen Augen auf den anderen zu schauen, statt ihn sofort zu kritisieren. Und das gilt umgekehrt, ja. Das sind Dinge, die Männer und Frauen gemeinsam haben, ja. So sehr wir auch vom Mars und von der Venus kommen, wir haben so ein paar grundlegende Bedürfnisse, die bei uns allen absolut gleich sind. Und eines dieser Bedürfnisse ist, dass uns jemand sieht, dass jemand sieht, wie es uns geht und uns nicht verurteilt dafür, wie es uns gerade geht. Also kein so, schläfst du schon, sondern so, was hast du heute erlebt? Kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Das ist so eine Kleinigkeit. Und ich habe in meinen Coachings jetzt die letzten Tage wieder so gesehen, dass Männer und Frauen im Krieg sind. Ja, so jeder hat so dieses, ich will gesehen werden und ich muss dafür sorgen, dass ich gesehen werde und der andere muss es für mich tun, statt einfach mal zu gucken, wie geht's gerade dem anderen, statt sich ununterbrochen auf die eigenen Probleme zu konzentrieren und die eigenen Bedürfnisse. Und ich weiß, das ist so ein bisschen ein Widerspruch, weil wir haben ja gelernt, wir müssen endlich mal auf unsere eigenen Bedürfnisse gucken. Aber das Ding ist, wir tun es für uns. Wenn wir beginnen, mit liebevollen Augen statt mit kritischen Augen auf die anderen zu schauen, tun wir das auch bei uns selbst. Wir tun es sogar für uns selbst, weil der andere ist nichts als wir selbst im Außen. So, das ist mein kleiner Beziehungstipp heute nach ein paar Tagen Coachings mit Beziehungsthemen, weil das kommt immer das Zeug, wenn man gerade zum Beispiel einen Kurs anbietet, wie ich jetzt ein Online-Seminar über Beziehungen, dann kommen die Beziehungsthemen. Ja, so, eines der wichtigsten Dinge ist, schaut mit liebevollen statt mit kritischen Augen. Also, wenn der Typ neben euch oder die Frau neben euch auf dem Sofa sitzt, und der die Augen zufallen oder dem die Augen zufallen und ihr denkt, paff, der sollte sich oder die sollte sich doch für mich interessieren und überhaupt wach sein und sich mit mir unterhalten, statt sofort zu kritisieren und zu bewerten, dass das nicht okay ist. Einfach mal mit liebevollen Augen gucken. Oh, cool. Dir fallen die Augen zu. Du bist anscheinend schon müde. Was war heute? Ja, magst du es erzählen? Kann ich was Gutes für dich tun? So könnt ihr die Energie spüren, wenn ihr das sagt und tut, tut ihr es für euch selbst. Ihr beginnt eine Art von Harmonie zu etablieren in eurem Leben, die kein anderer für euch sein kann. So, der Tipp für heute in Sachen Beziehungen, eure kritischen Augen könnt ihr die mal verändern in liebevolle Augen. So, das war's schon. Danke fürs Zuschauen. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Ach so, und wenn ihr Lust habt, am 14. beginne ich mein dreiteiliges Seminar in Sachen Dating, Beziehungen und andere Probleme mit der Liebe. Weil ich habe in meinem langen Leben schon ein bisschen Erfahrungen gemacht mit, wie Männer ticken, wie Frauen ticken, wo sie gleich sind, wo sie unterschiedlich sind. Und ich glaube, ich habe ein paar ganz gute Tipps und Werkzeuge, wie man mit all dem Zeug besser klarkommt. Nämlich zum Beispiel mit liebevollen Augen gucken, statt mit kritischen. Bis bald!